SCP versus Realität. Wie realistisch sind eigentlich mimetische Gefahren? Memes. Im Alltag sind das Bilder, Sprüche, Witze. Aber in der Foundation bedeuten Memes etwas anderes. Nicht Humor, sondern Information, die wirkt. Informationen, die schaden, die verändern, die töten können. Und die Frage lautet, wie realistisch ist das? Könnte es in unserer Welt tatsächlich Informationen geben, die uns manipulieren, ohne dass wir es merken? Die kurze Antwort, ja. Die lange Antwort, es passiert bereits. In der Realität gibt es Formen der Informationsübertragung, die nachweislich Verhalten verändern. Nicht anormale, sondern psychologische und neurologische Mechanismen. Subliminale Botschaften, optische Täuschungen, manipulative Rhetorik, radikale Ideologien und hyperoptimierte Social-Media-Systeme zeigen. Unser Gehirn reagiert extrem sensibel auf Reizkombinationen. Wenn ein normaler Satz Menschen manipulieren kann, wie weit wäre dann ein perfekt konstruiertes, bewusst gestaltetes Gefahrenmuster? In der Foundation werden mimetische Objekte häufig als Muster beschrieben, die ein Nervensystem neu programmieren. In der Realität ist die Grundlage nachvollziehbar. Das Gehirn ist ein elektrisches Netzwerk, das durch Reize geformt wird. Bestimmte Kombinationen können Stress, Aggression, Angst oder Euphorie auslösen. In seltenen Fällen sogar Krampfanfälle, wie bei lichtbasierten Triggern. Was an der Grenze zur Anomalie steht, ist der Gedanke, dass Information autonom handeln könnte. Wie ein Virus, das denkt, oder ein Gedankenmuster, das sich selbst am Leben hält. Das kennen wir nicht. Aber wir kennen die Werkzeuge, die dorthin führen könnten. KI-Optimierungsalgorithmen, Propagandatechniken, neuronale Interface-Technologien, Hypnoseforschung. Der Schritt zwischen psychologisch wirksam und objektiv gefährlich ist kleiner, als man denkt. Die Foundation übertreibt nicht. Sie verschärft nur, was bereits existiert. Der gefährlichste Gedanke ist nicht, dass mimetische Objekte möglich sind, sondern dass wir bereits in einer Welt leben, in der Informationen Macht über uns haben. Jeden Tag, jede Minute und oft ohne, dass wir es merken.